This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Testing Out Video. Unser Kandidat heute ist Liu Bei. Das Portal ist leider schon zu Ende, deswegen kann ich nicht direkte Vergleiche ziehen, aber ich habe da ein bisschen was im Kopf, mehr oder weniger. Gucken wir uns das erstmal ganz genau an. Er ist jetzt der neueste vorgestellte Held auf jeden Fall. Das steht schon mal fest. Druide ist in Ordnung, kann also Minions spawnen. Die Familie. 1 bis 3 Helden, 2-6% Mana, wenn ein Lakai für den Helden beschworen wird. Das ist schon mal gut. Alles, was Mana angeht in dem Spiel, ist relativ gut. 2-4% Heilung. Wenn ein Lakai für den Helden beschworen wird. Auch nicht schlecht. Das gefällt mir relativ gut, weil es viele Minion Maker gibt. Der Rest ist, ja, finde ich zwar nicht fair, aber gut. Helden der Königreichfamilie sowie Helden, die an ihrer Seite kämpfen, erhalten die folgenden Vorteile im Krieg der drei Königreiche: 10% Angriff, 3% Verteidigung, 7% Leben. Ja, da bin ich sowieso kein Fan von so etwas. Aber gut. Dann, der Kollege hat hier 20 Wappen. 904 Angriff, das ist schon mal viel. 878 Verteidigung. Ist auch nicht schlecht und fast 1500 Leben. Mittelschnell. Okay. Füge dem Ziel und benachbarten Gegnern 340% Schaden zu. Das ist schon mal gut. Füge dem Ziel und benachbarten Gegnern 340%. Ja, okay. Also, das ist 340% auf drei Leute für einen mittelschnellen Helden. Damit gehört er zu den stärksten Drei-Hittern, die es gibt. Es gibt ja noch einen grünen Held in dem Portal, Guan Yu. Der macht tatsächlich 390% auf drei Helden. Das ist nochmal eine Stufe höher. Aber der beschwört auch keine Minions. Und ist Paladin, wenn ich mich recht entsinne. Was seine Werte angeht, keine Ahnung. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich kann mir das Portal ja auch nicht anschauen. Das ist ja jetzt vorbei. Es ist relativ spät. Den habe ich jetzt aus Zufall gefunden. Okay. Beschwört einen Schuhsoldaten für jeden Verbündeten mit 9% Leben und 17% des Angriffs des Wirkers. Okay, 17% Angriff des Workers, ja. Der Schuhsöldner Lakai gewährt seinem Besitzer die Fähigkeit, Gegenangriffe mit 50% des erlittenen Schadens durchzuführen, solange der Besitzer Schuhsöldner Lakaien hat. Dieser Effekt kann nicht gebannt werden. Ja. Das ist ja schon mal gut für seinen Familienbonus, ne? Wenn er Minions beschwört. 2% Mana, wenn ein Lakai für den Helden beschworen wird. Ja. Okay, ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Auf keinen Fall. Und ich bin sowieso selber ein Fan von Helden, die mehrere Helden treffen. Das ist das Beste überhaupt. Ist auf jeden Fall ausbaufähig, weil der ist ja noch nicht Limit Broken. Da geht es noch ein bisschen höher. Wie hoch es geht, weiß ich nicht. Und ich weiß, ich kann ja jetzt auch nicht sehen, wie der geskillt hat. Ist er hier voll auf Angriff gegangen oder... Ja. Ja, gucken wir uns das Ganze mal im direkten
Spiel an. Sag's mal direkt an. Wie seine Attacke aussieht. Wie sehr er reinhaut. Wir wollen das natürlich wieder kontrolliert machen, alles, ne? So. Okay, wir haben zweimal lila. 80 Schaden schon mal. Wie viel hat er denn so? 1097 und 1084 Angriff. Okay. Also, was können wir denn jetzt hier machen? Wir haben hier wenig Blau. Jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen durchkämpfen hier. So. Tja, Elisabeth löst jetzt aus. Was natürlich schlecht ist für unser Mana. Aber das macht nichts. Er löst jetzt auch aus. Wir sehen jetzt mal seine Spezialattacke. Okay, ein Schwert. 655 auf meinem Gargoyle. Ja, das war hart. Gut. Er ist auch ein Nature-Held, ne? Ja, und hat auch noch dann meinen Eishelden getroffen. Aber er hatte keine Attack-Up-Buffs. So. Jetzt hat er seine Minions da gerufen. Und Konter mit 50% des erhaltenen Schadens. So lange, wie er das Minion hat. Okay. Jetzt habe ich schon mal ein Problem. Denn, ja. Das Game werden wir direkt gleich wiederholen. Hier kann ich jetzt nicht mehr viel zeigen. Außer ich lege jetzt irgendwie Krampus mit ein bisschen Gewalt. So. Da geht noch was, da geht noch was. Ja, seine Attacke ähnelt so ein bisschen Kunell ihrer. Und Bertilas, die ähneln sich alle drei. Sind nicht exakt gleich, ne? Aber vom Schwertstil her doch schon. Jetzt löst er wieder aus. Wieder so knapp 600. Aber halt wieder kein Attack-Buff, ne? Da geht noch mehr auf jeden Fall. Okay, das ist jetzt gleich verloren. Ist in Ordnung. Dann holen wir uns noch ein Rematch. Denn die Attacke ist eigentlich relativ simpel. Die ist jetzt nicht so speziell. Ob ich ihn jetzt in die Verteidigung stellen würde, ich würde sagen eher weniger. Den würde ich mit meinem Angriffsteam nehmen, höchstens. Da er mittelschnell ist und drei trifft, ist das eine gute Voraussetzung. Mit Evelyn zum Beispiel oder sowas. Dann würde der richtig durchdrehen, ey. Oder halt auch wieder mit einer Pingy-Kombo oder sowas. Gut, wir gucken uns das hier noch einmal an. Also, da sollen ja auch noch zwei weitere kommen. Aber wahrscheinlich nur wieder einer zur Zeit. Das nächste Mal, wenn die drei Königreiche sind, wird dann noch ein neuer kommen und dann wieder irgendwann einer. So. Ach, Mann, ey. Ja, gut, dann lassen wir jetzt Krampus auslösen und dann gucken wir mal, wie er mit dem Attack-Buff reinhaut.
So, jetzt haben alle Attack Buff, alles klar. Lila bekommen wir sowieso nicht zusammen. Mal gucken, ob er ja so jemanden jetzt wegbrackert. Naja, jetzt hat er natürlich keinen Buff mehr. Ja, aber 600 Schaden ist gut. Das ist gut. Auf jeden Fall. Also das ist jetzt kein Held, den ich in der Ecke liegen lassen würde. Absolut nicht. Und diese Minions können ziemlich nervig sein mit ihrem verdammten Gegenschlag. Also, ja. Solange wie die Minions haben die Helden Gegenschlag. Also würde ich jetzt einen Helden haben, der die Minions zerstört, wie Alois oder Gormek mit Kostüm oder wer denn noch? Jetzt so fällt mir gerade keiner mehr ein, dafür ist es zu spät, Leute, tut mir leid. Die beiden habe ich jetzt einfach mal genannt. Denn hätten die auch keinen Gegenschlag. Aber das seht ihr ja jetzt auch an Liu Bei. Der hat jetzt kein Minion mehr und somit auch keinen Gegenschlag. Also das kann man relativ schnell umgehen. Das kann man so ruhig so sagen, ja. Das kann man relativ schnell umgehen. So, ein letztes Mal. Boom. Ja, 43%. Wie gesagt, nur Guan Yu, der macht mehr Schaden. Mit 390%. Also, wenn ich mir einen aussuchen dürfte oder müsste, würde ich definitiv Guan Yu nehmen. Das steht fest. Aber der ist auch average, ne? Also, der ist auch mittelschnell. Das dürft ihr nicht vergessen. Dennoch. Ja. Jetzt habt ihr euch ein eigenes Bild gemacht, falls ihr den tatsächlich gezogen habt. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken und subscriben. Und bis zum nächsten Video.